Bestes Intro EU-West, Digga. 1 Million Euro. Muchachos, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Runde Loser Loot. Ja, wir haben noch 2 Pakete von legendären Muchachos. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten. Sind übrigens schon einige Monate hier, deswegen hoffentlich wurden uns keine... Das hier ist relativ frisch. Hamster geschickt, sind das schon skelettiert. Ich habe das abgeholt, allerdings hätte es eigentlich schon weggeschickt geworden sein sollen. Das ist, glaube ich, von Lunchtime oder so auf Twitch. Hallo. Digga, wie random ist ja, das, wenn man hier Luft rausbläst, Alter. Eines von den Nachteilen von diesem Sofa. Ne? Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Polster ein bisschen hart sind. Und bei den Kissen ist es tatsächlich so, wenn man sich nach hinten lehnt, dann drückt man da so ein bisschen Luft raus. Das hört sich so ein bisschen an, als würde man sich auf so einen Luftballon setzen. Krasse. Okay. Ja, wir fangen auch an mit dem Paket von Niklas. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das wirklich Lunchtime ist, Digga, weil ich dachte, Lunchtime heißt irgendwie Tim oder so. Aber ich habe ihn noch nicht gefragt, wie er heißt. Wie heißt du? Aus Lunchtime habe ich irgendwie so Tim rausgelesen. Egal. Wir fangen an mit Niklas. Niklas, Küsse geht raus nach Sandhausen. Boah, Sandhausen sagt mir aber was. Ja? Nur keine Ahnung, wo das ist. Mein Vater wohnt in großen Kneten. Im Knetersand. Das hört sich fast nach einem Fake-Call an. Ist es aber nicht. Okay, so, der gute... Oh, mit Brief, Diggas. Wir haben einen Brief bekommen vom guten Niklas und eine Postkarte. Ob das wohl Sandhausen ist? Der Niklas. Pass auf die Rückseite auf, nicht, dass da ist die volle Adresse drauf. So, dann würde ich sagen, ich lese mal den Brief vor. Und ich mache auf. Auch hier, ne, aufpassen, da ist Adresse auf dem... Ja. Glaube ich. Hallo Marvin, hallo Lauchrenz. Und ich fahre extra hin, Alter, im Regen und hol mir dein Paket von der Post ab. Ja, und dann kriege ich hier sowas. Ja, Alter, mach weiter hier. Da meine Schrift unfassbar hässlich und unleserlich ist, glaube ich dir, und ihr bei den letzten beiden Paketen von mir so Probleme hattet, die Briefe zu lesen, schreibe ich diesen heute mal am PC. Das heißt, wir haben schon 2 Dinger. Sind das Zimtbrötchen? Hallo, Lies. Ihr habt vor ein paar Jahren, wo Marvin in Polen war und ein paar Bier mitgebracht hat, ein Bier-Tasting-Video zu diesen Bieren gemacht. Ja. Ich habe euch beiden daher ein paar Biere dieser Marke zugeschickt, sogar von dieser Marke, da ich zu viele aus Polen bestellt habe und diese eventuell bei mir ablaufen würden, da ich diese nicht schnell genug trinken könnte. Das sind, glaube ich, Sorgen, die ihr nicht im Video hattet. Das Bier mit Honiggeschmack, geil, hat mir persönlich am besten geschmeckt, auch wenn ich am Anfang echt vermutet habe, dass das total schlecht schmecken wird. Das mit Himbeere ist eisgekühlt meiner Meinung nach auch sehr lecker. Wir machen das sowieso eisgekühlt. Es sei denn, wir machen es wieder im Pool und haben keine Kühlung vorher. Schauen wir. Das Bier mit dem unfassbar lecker aussehenden Gebäck auf der Flasche schmeckt leider nicht wirklich danach, ist aber auch nicht schlecht. Es schmeckt einfach nur nach einem leichten, etwas süßen Bier. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit etwas Freude machen und vielleicht wollt ihr diese ja auch im Video probieren. Bojan Kurwa! Also würden wir tatsächlich gerne probieren. Ich hätte Bock drauf, gerade das Honigbier finde ich sehr interessant. Allerdings haben wir es halt nicht gekühlt vorher, ne? Deswegen würde ich sagen, machen wir das im Extra-Video. Und ich bin gerade nicht im Alkoholmodus, aber auf jeden Fall demnächst wieder. PS, ich habe euch eine frankierte Postkarte im Paket zukommen lassen. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir diese unterschrieben zukommen lassen könntet. Auf der Postkarte ist übrigens der Blick aus meiner Wohnung in einer arschkalten Winternacht. Das Bild dürft ihr natürlich zeigen, die Adresse bitte nicht. So, machen wir, Niklas. Das ist die Adresse. Sehr interessant. Wie viel Prozent? Tradjaska Remisniololo. Prozent. Alle 4,2? 5. 5? 5. Also ich kann nicht lesen, ob das die... Oh, okay. Aber hier steht 5%. Ja, hier steht 7%. Irgendwas anderes mit 5%. Achso, das ist wahrscheinlich so 7. Fruchtgeschmack. Ja, Fruchtanteil oder irgendwie so. Aber ja, 4,2. Und dann haben wir hier noch eine Anzeige von 6 Weizenähren für Slodowsk. Außerdem 3 Hopfen für Gorzja. Gorzja. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waffeln für Slodsk. Slutsch, Digga. Theo, wir fahren nach Slutsch. Dankeschön, Mr. Niklas. Die unterschriebene Autogrammkarte, Postkarte, geht auf jeden Fall dann vielleicht sogar heute, wenn Marvin Bock hat, wieder zurück. Kann ich machen. Kriegen wir hin. Easy peasy. Das heißt, wahrscheinlich, wenn das Video kommt, hast du sie schon wieder in deinem Postkasten. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem letzten Paket, zum zweiten letzten Paket.
Und zwar vom guten Kevin, der gute Neust. Also bei Neust muss man sagen, der ist einfach kranker Supporter. Ja, ich weiß, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Pakete wir schon von Neust bekommen haben. Pakete, dann auch noch Formate, die er unterstützt hat, die ganzen Challenges, die Insektenchips. Natsu. Natsu, Digga. Ich habe eine Shisha geschenkt bekommen von ihm, also ein krasser Typ einfach, wirklich. Ich küsse dein Herz. Müssen wir eigentlich auch mal was krasses diesmal ist hier bestimmt irgendwie ein Auto für mich dabei oder so. Nee, ich glaube, er hatte was gesagt, es ist was für meinen Sohn da. Irgendwas für die Schwangerschaft vielleicht auch, ist ja schon etwas länger da. Okay, ja, das Paket steht tatsächlich schon ein bisschen länger hier rum. Okay, auch direkt wieder mit Brief am Start. Geil! Wow. Wow. Geil! Wow. Wow. Zwei. Oh mein Gott! Ich bin gerade echt, ich mach gerade wirklich Diät. Ja, ja, wie immer, Digga. Ich hab seit zwei Wochen nichts Süßes mehr gegessen. Boah. Digga, zeig in die Kamera, Digga, was wir für geilen Scheiß hier haben, ey. Oh. Hakuna und Matata. Laurenz und bald Papa Bossa. Oh, ja. Kein Abständedatum, aber ne, das ist schon seit ein bisschen Zeit. Aus speziellem Anlass habe ich was Kleines diesmal hauptsächlich für Marvin angefertigt. Oh. Ich dachte aber mal, wenn ihr es seht, werdet ihr schon verstehen. Die Monsterdosen sowie die kleinen Leckereien könnt ihr euch aufteilen. Doch zum Schluss wartet noch das kleine Paket. Hier. Beste Süßigkeit fucking EU West Haribo Bricks. Leider haben sie die Rezeptur verändert, weil die jetzt so regenbogenfarben sind. Die waren geiler, als sie noch nur in grün, nur in rot. War ein bisschen geiler. Marvin ist ein LGBTQ-Hater. Knoppers, kannst du da was gegen sagen? Außer, dass ich es nicht essen sollte, nicht eigentlich. Dann gib her. Meins. Nein, gib her. Ich werde es trotzdem essen. Warum hast du die Bricks eigentlich? Ja, weil das meine sind, Digga. Du bekommst jetzt ganz viel Scheiße, oh. Digga. Gönn doch mal, ey. Oh, Alter. Ja, guck mal, Digga. Weil irgendwie so ein Jahres... Oh. Jahresvorrat Windeln oder irgendwie sowas? Kriegst du das da rausgehoben überhaupt? Babybetriebsanleitung. Wollte ich mir sogar ernsthaft kaufen. Hab mich dann für ein anderes Buch entschieden. Aber das soll ganz gut sein. Also Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Ich bin ja gerade dabei. Wer wünschte sich nicht, bei Lieferung eines Babys gleich eine passende Betriebsanleitung zu bekommen? Glücklicherweise liefern Kinderarzt Louis Borgenicht und sein Sohn Joe hier alle Betriebsinformationen zu den wichtigsten Funktionen. Fehlersuche bei akustischen Signalen, da kann Marvin auf jeden Fall, das kann Marvin gebrauchen. Ja. Akustische Signale, habe ich gehört, ist gerade in den Abendstunden sehr stark vertreten. Aktivierung des Schlafmodus, Marvin. Ja, alles durchgespielt, alles durchgespielt. Gewährleistung der optimalen Entwicklung, Sicherheit aus kleinen Produkts, Sicherheit des kleinen Produkts und vieles mehr. So ist man umfassend gerüstet für den Einsatz im ersten Jahr. Das kann ich jedem Papa empfehlen, einfach mal sich auch ein bisschen einzulesen. Ist ziemlich gut. Ich dachte, du hast das nicht. Nicht das Buch, ich habe ein anderes Buch. Aha. So, wir haben richtig viele Monster, die brauchen wir für die ganzen Nächte. Das musst du auch zeigen hier. Hier, eine Anleitung, wie man das Baby füttert. Wie man es wieder auftankt. Damit es wieder rumschreien kann. Alter Schwede, Digga. Alter Schwede. Digga, was? Ja, mit einem Bull drinne sogar. Eiskalt, so eine Windeltorte, die hat meine Frau auch bekommen. Bei ihrer, wie nennt sich das nochmal? Babyparty? Babyparty. Bei der Babyparty. Babypinkeln? Nee, Babypinkeln, das haben wir gemacht. Und Oropax da auch drin. Alter, ey, Neues. Guck mal, wie liebevoll das auch eingepackt guck ist. Guck mal, ne, das macht Marvin nämlich. Wenn das Kind anfängt zu schreien, macht er einfach Oropax rein. Das steht auch in der Betriebsanleitung da. Digga, was für meine Frau auch noch? What the fuck? Neues? Hä, aber auch Windeln für deine Frau? Nein, nein, hier steht Auszeit für Mama. Aber ja, da sind auch Windeln dabei. Für meine Digga, Neues, ey, krank. Digga, ey, Neues ist wirklich ein richtig kranker Gönner, Alter. Also, da wird sich meine Frau tierisch drüber freuen. Das ist ja richtig lieb, ey. Digga, das ist wirklich. Alter! Neues, dickes Ehrenabzeichen geht raus an dich. Ey, du kleiner Charmeur, du kleiner Charmeur, ey. Ja, ja. Also, zieh dich das mal rein, wie schön das einfach ist. Guck mal, das heißt, du hast eine Ausrede, du kannst so ein Pluspunkt-Dingsen für die Games kommen, dass du einen Tag länger bleiben kannst, weil da ein Neues kommt und der so ein richtig cooler Typ war. Ich kann einfach sagen, dass es von mir kommt. Schatz, ich hab da was vorbereitet für dich. Kommt ein bisschen spät, aber. Ey, Neues, wirklich, das ist einfach nur krank, wirklich. Herzchen geht raus. Vielen, vielen Dank für diesen geilen Support. Das ist wirklich richtig cool. Meine Frau richtig drüber freuen, wirklich.
Was sind das für Windeln? Sind das so Standardwindeln? Sind das so, nimmt man die so? Ja, muss ich schauen, ob das jetzt noch neugeborene Windeln sind, weil die könnten jetzt langsam schwer werden. Sagen wir mal so, er wiegt nämlich schon 6 Kilo. Gucken wir mal. Aber ey, nachdem er Geschäft gemacht hat, meinst ja, du? Ja, ja, ja. Dann haben wir noch dabei Monster. Zucker ist für dich. Du machst ja gerade Diät. Dankeschön. Lewis Hamilton, coole Dinger, nehme ich. Darf ich einen haben davon? Ist ja zuckerfrei, ne? Ja. Und Weißer, davon habe ich, glaube ich, noch 2 Paletten. Willst du dafür einen Zucker-Dings noch haben? Nee. Der Plumpsack geht rum. Und wir haben jetzt ja... Warte mal. Ist das leer? Oh, da ist noch was. Oh, noch 2. Peach. Peach, ja. Die dürfest du haben, wenn du willst. Ist ja, das... Nee, ist, glaube ich, nicht zuckerfrei. Ohne Kohlensäure? Nee, ohne Kohlensäure. Bei mir muss immer prickeln in der Bauchnabel. Prickeln in die Bauch. Ist er aber zuckerfrei? Ist er zuckerfrei? Ist er zuckerfrei? Das ist natürlich jetzt super ärgerlich, dass wir das Paket nicht vorher geöffnet haben, ne? Aber wirklich. Der ist zuckerfrei. Ja, aber es ist ja. Nee. Okay. Kohlensäure muss prickeln. Wir haben noch was hier. Ja. Da stand extra drauf, zuletzt öffnen. Das, ey, es wäre geil, wenn das jetzt so eine Bestrafung für Deko wäre. Einfach so. Einfach aus dem Nix. Ja. Einfach nochmal aus dem nächsten Punishment. Damit du auch noch was kriegst. By the way, PetCat hat mir gestern im Stream gesagt, dass er jetzt auch nochmal ein Paket losschicken kann oder dass es zumindest fertig ist. Oh. Ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass PetCat selber rumkommen wollte und es vorbeibringen wollte. Ja, wollte er. Jetzt bin ich mal. Oh, was steht da? Öffne mich zum Schluss. Oh, okay. Haben wir gemacht. Auftrag erfüllt. Ach so. Guck mal, warte mal, warte mal. Die Rückseite ist auch beschriftet. Oh, hallo. Was steht da? Erinnert ihr euch an den Hot Chip? Nein, nein! Ich denke, das tut ihr! Da ihr bislang einige Challenges bzw. eigentlich keine absolviert habt, gibt es nun dafür eine kleine Bestrafung. PS, an eurer Stelle würde ich die Challenge durchführen. Wer weiß, was sonst im kommenden Paket als Strafe für euch kommt. Digga, müsst ihr jetzt wirklich noch so eine Salt Chip Challenge? Die habe ich eigentlich extra für die Gamescom für Ares rausgesucht. Alter Schwede, ey. Ja. Die behalten wir für Ares, oder? Nee, die essen wir jetzt. Digga, ehrlich? Ja, natürlich. Der soll richtig krank ekelhaft sein. Der soll auch richtig Bauchschmerzen bringen. Salz. Ja. Du hast doch Digga, noch wir haben doch gerade erst diese Info, komischen ne? Ding, Salz irgendwie ab 7 Gramm oder so ist tödlich, ey. Ja, komm, ey. Ja, hör auf, Neues anzufressen. Für Neues ziehen wir das durch, ey. Gut, Deko. Nami hat instantly angefangen, die Plastiksachen anzufressen. Oh, okay, da müssen wir aufpassen. Mal so gerne. So, Deko, einmal bücken und husten. Ich will auch einen Handschuh. Alter, ja nein, ey. Oh, ja. Ich wollte danach direkt zum Training fahren, Alter. Wenn ich Bauchschmerzen habe im Training, ist richtig beschissen. Ey. Ja, ja, heul leise. Warte, ich hol mir auch einen Handschuh. Ich will das nicht an meinen Fingern haben. Ey, das ist doch nur Salz. Hört, was soll da passieren? Ich kram hier zu Ding. Digga. Ja, wie naiv er ist rumlabert, Alter. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist nur Salz. Es ist auch nur Salz. I hope you're ready for an unforgettable salty experience. Das if ist halt you want to Salz win. Im Maximallevel. Also wir gewinnen, wenn wir den ganzen Chip essen. Aufgeteilt, meinst du? Ja, also eigentlich pro Nase wahrscheinlich, ne? Ja, wir haben nur einen. Zum Glück. Das heißt, du isst den. You will feel like you have drunk a lot of seawater. Ja. Oh ja, ey, das brauche ich bitte. Oh ja, irgendwas brauche ich gleich auch zum Trinken. So, okay, Deko, wir alle wissen, man soll Seewasser nicht trinken eigentlich. Ja. Du aber kannst es perfekt vor der Cam aufmachen für den. Alter Schwede, das sind aber richtig gute Handschuhe. Das sind richtige Latex-Handschuhe. Guck mal, sieht das wie so Gärtner-Mörder-Handschuhe, Alter. Ja, die machen ja auch auf möglichst billig die ganze Scheiße, Alter. Die produzieren einen Chip für 3 Cent, machen da Salz dran, was nochmal irgendwie 5 Cent kostet. Eine Papppackung. Für 10 Cent und dann den Handschuh nochmal maximal Geld gespart und dann gibt's den Chip für 20 Euro. Kostet der wirklich 20 Euro? Keine Ahnung. Ungefähr Digga, so. Digga, nee. Neues, nicht, ey, nicht, danke nicht viel, dir. Nicht viel weniger auf jeden Fall. Was der schon alles investiert hat, ne? Neues. Müssen wir mal ein dickes, fettes Paket fertig machen. Der Reißmechanismus ist übrigens auch kaputt. Oh, Digga, das sieht so giftig aus, ey. Alter Schwede, ey. Was da für eine Kruste drauf ist, Alter. Ich würde sagen, ich fange an. Oh, Alter, jetzt habe ich schon richtig viel Spucke. So, warte. Yeah. Die Hälfte, ne? Ja. Hm? Ja. Boah. Oh. Oh. Oh.
Boah! Oh! Alter! Oh! Gesund sein, Digga. Das kann doch nicht gesund sein. Natürlich ist das nicht gesund. Also erstmal die Konsistenz ist wie so ein Chip, den man an einem Kinoabend vergessen hat für mehrere Wochen und dann wieder unterm Stuhl hervorzieht und dann ist... Das trifft's gerade. Oh. Digga, wirklich wie so ein Tortilla-Chip, Alter, der einfach unter so einen Kinosessel gefallen ist und einfach 2 Jahre lang liegt. Richtig eklig, ey. Boah, vom Geschmack her unfassbar ekelhaft, Alter. Oh. Oh. Alter Schwede. Also, neues. Ja, wenn ich davon keine Bauchschmerzen kriege, dann weiß ich auch nicht, ey. Also, du hast ja irgendwie mal gelesen, dass echt sehr wenig Salz reicht, um jemanden umzubringen, ne? Ja, deswegen gibt's ja auch vom Körper dann so Abstoßreaktionen halt. Das heißt, wir haben beide gleich Durchfall, oder was? Könnte sein, ja. Gut, Muchachos. Oder müssen noch mal kotzen. Dankeschön auf jeden Fall, neues. Guck mal, das Ding ist... Ich habe zumindest ein paar Geschenke bekommen, du hast einfach nur... Wobei, du hast auch Süßigkeiten bekommen. Ich habe 2 Tüten. Nein, du hast eine Tüte bekommen. Du hast eine Tüte bekommen. Ich habe 2 Tüten Bricks bekommen, oh yeah. Oh, Digga, ich kann... Ja, Neues. Ich liebe dich, Dankeschön. Es war mir eine Ehre, dass wir auch mal ein bisschen gelitten haben für den ganzen Support, den wir bekommen. Herzen geht raus. Dankeschön für die ultimativ kranken Geschenke. Natürlich auch Dankeschön für das Bierchen. Ja, egal, wo ich in meiner Zunge gerade hingehe, in meinem Mund, es sind überall noch irgendwelche Salzreste. Geh mal hinter deine Nein, Bandchen. Digga, ich werde gleich meinen Mund ausspülen, aber komplett. Oh. Also, Daumen nach oben, Brettern, einfach drop. Runterballern. Lass den Daumen nach oben da, check die Beschreibung aus, Muchachos. Oh, bis denn, reingehauen. So, jetzt schon kotzen. Kotzt du wirklich? Digga, ich muss draufhalten, ey.